dieser Vorlesung nehmen wir uns nochmal das begleitende Dreibein zu einer Kurve und Krümmung und Torsion vor. Und ich zeige Ihnen eine alternative Beschreibung, bei der wir die Kurve als Funktion eines Parameters t gegeben haben und nicht wie in der letzten Vorlesung, wo wir r als Funktion des Bahnparameters gegeben haben. Gut, wir starten wieder mit dem Tangentenvektor. Da ändert sich nicht viel. Der Tangentenvektor ist definiert als Geschwindigkeitsvektor durch den Betrag der Geschwindigkeit oder wenn man es r Punkt durch Betrag von r Punkt. Der nächste Schritt ist die Definition des hauptnormalen Vektors und der Krümmung Kappa lautet ja Kappa mal h ist gleich dt nach ds. Jetzt habe ich gesagt, das wollen wir nicht nach s ableiten, sondern nach t. Und hier benutzt man dann den Zusammenhang, den wir bereits kennen, dass das skalare Bogenelement ds gleich v mal dt ist. Das heißt, wir können hier ds ersetzen durch v mal dt und schreiben das als 1 durch v mal d groß t nach d klein t. Diese Ableitung berechnen wir uns jetzt. Also die Ableitung des Tangentenvektors nach dem Parameter t. Dazu müssen wir also die Ableitung bilden von dem Quotienten V-Vektor durch Betrag des Vektors. Hier brauchen wir, schreiben wir das vielleicht als Produkt an 1 durch V mal V. Hier brauche ich also grundsätzlich Produktteil. Ich muss also den ersten Term ableiten und mal den zweiten Term plus die Umkehrung zweiter Term. Schauen wir uns einmal die Ableitung, machen wir es vielleicht Schritt für Schritt. Also ich leite mal den ersten Term ab, d nach dt von 1 durch v mal, machen wir das in Klammer vielleicht, mal v plus 1 durch v mal dt nach dv. Und das ist der zweite Ausdruck, können wir gleich als v Punkt anschreiben. Aber was ist mit diesem Ausdruck hier? Die Ableitung von 1 durch den Betrag der Geschwindigkeit. Dazu müssen wir uns überlegen, was ist denn eigentlich 1 durch, also Betrag schreiben wir in dem Fall, also schreiben wir als Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst hoch 1/2. Das heißt, um diesen Ausdruck hier abzuleiten, müssen wir mal die äußere Funktion ableiten, also 1 durch diese Betragsfunktion, beziehungsweise können wir, schreiben wir das vielleicht gleich hin, als v mal v hoch minus 1/2. Das heißt, die Ableitung von dem Ausdruck ergibt dann minus 1/2 mal v hoch Hochzahl um 1 erniedrigt, minus 3/2. Der inneren Ableitung, jetzt müssen wir den Ausdruck hier ableiten nach t, haben wir wieder Produkt hier, einmal den ersten Ausdruck abgeleitet, v Punkt mal v plus v mal v Punkt. Das ist also 2 mal v Punkt hier. Der 2 kürzt sich hier raus und wir haben minus im Zähler steht dann v mal v Punkt. Gebrochen durch, das schreiben wir jetzt wieder um als Betrag von v hoch 3. V hoch 3. Ja. Den können wir jetzt hier einsetzen und dann erhalten wir das Ergebnis. Schreibt vielleicht den Ausdruck zuerst hin. V Punkt durch v minus. Und hier haben wir dann stehen, bekommen grundsätzlich einen Vektor, der in Richtung v zeigt, mit diesem Vorfaktor. Den schreiben wir jetzt hin als v mal v Punkt, gebrochen durch v der dritten mal v. Das wäre also unsere Ableitung,
T noch dt. Und was wir eigentlich hier brauchen, ist das Kappa mal H, den einen Vorfaktor haben wir hier noch davor stehen. Kappa mal H ist dann jetzt ausgedrückt durch Geschwindigkeit und hier steht ja die Beschleunigung. V-Punkt ist die Beschleunigung. Folgendes Ergebnis: 1 durch V-Quadrat können wir insgesamt rausziehen aus dem Ausdruck. Dann haben wir hier einmal V-Punkt stehen. Oder schreiben wir statt V-Punkt, schreiben wir die Beschleunigung. A minus und dann steht hier das Skalarprodukt V mal A gebrochen durch ein V haben wir noch rausgezogen, V Quadrat mal V. Ja, das können wir uns einmal unterstreichen, das Ergebnis. Aus dem Ergebnis können wir nämlich jetzt relativ leicht die Krümmung uns ausrechnen, ausgedrückt durch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Und zwar geht das am einfachsten, indem man diese beide Seiten der Gleichung von links her vektoriell mit dem Tangentenvektor multipliziert. Was steht da nämlich auf der linken Seite? Da haben wir nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, nämlich durch das Kreuzprodukt d mit h sehen wir, dann haben wir hier auf der linken Seite plötzlich den binomialen Vektor stehen, b. Und auf der rechten Seite, bevor wir das jetzt ausrechnen, überlegen wir uns einmal, ob wir alles anschreiben müssen. Der Tangentenvektor ist natürlich ein Vektor in Richtung des Geschwindigkeitsvektors. Und wenn ich jetzt hier das Vektorprodukt bilde, kann ich dann hier 1 durch v Quadrat, kann ich hier natürlich einmal rausziehen. Dann ergibt sich hier das Kreuzprodukt von V mit A und dann das Kreuzprodukt von V mit V. Ja, aber V Kreuz V ist natürlich 0, das heißt, diesen Term, der fällt beim Kreuzprodukt bilden weg und es bleibt nur über der Term V Kreuz A und das eine V hier im Nenner darf ich nicht vergessen. Ja? Also haben wir dann hier stehen 1 durch V der dritten. V Kreuz. Dann schreiben wir es noch einmal hin. Kappa mal B ist gleich V Kreuz A durch V der dritten. Und durch Betrag bilden dieser Gleichung auf beiden Seiten. Der Vektor B ist ja wieder ein Einheitsvektor. Wenn ich hier den Betrag bilde auf beiden Seiten, brauche ich sofort das Ergebnis für die Krümmung. Die Krümmung ist nämlich dann dieser Ausdruck V Kreuz A, Betrag davon. Ich schränke nochmal auch hier den Betrag nehmen. Ist gegeben durch diesen Ausdruck. Gut. B haben wir natürlich auch sofort hier ausgedrückt, wenn wir jetzt hier noch den binomialen Vektor b berechnen wollen. B muss ich also durch Kappa dividieren. 1 durch Kappa mal V Kreuz A durch V der dritten. Wenn wir jetzt hier für Kappa einsetzen, kürzt sich das V der dritten raus und es bleibt stehen, dass wir den binomialen Vektor einfach durch das Kreuzprodukt Kreuz A berechnen können. Normiert auf die Länge 1. Damit haben wir auch den binomialen Vektor jetzt ausgedrückt durch V und A. Wobei im V natürlich ist einfach die erste Ableitung und A ist die zweite Ableitung des Ortsvektors, der als Funktion von d gegeben ist. Gut, was brauchen wir jetzt noch, um die Torsion auszurechnen? Rufen wir uns in Erinnerung die Definition der Torsion, da haben wir gesehen in der letzten Vorlesung, dass wir die Ableitung des binomialen Vektors nach dem Parameter s
benutzt haben, um die Torsion Tau einzuführen. Den Ausdruck werden wir jetzt wieder umschreiben, die Ableitung nach S werden wir wieder in eine Ableitung nach T umschreiben, indem wir benutzen, dass wieder ds gleich v dt ist. Gut, dazu baue ich jetzt ein neues Blatt. Wir berechnen also jetzt einmal die Ableitung. Wir können das schreiben als 1 durch v dB nach dt. Dazu brauche ich jetzt zunächst einmal die Ableitung dieses Vektors, des binomialen Vektors nach der Zeit. dB nach dt. Das wird jetzt ein wenig länglich, dieser Ausdruck. Weil, was muss ich dazu beachten? B, schreiben wir es uns nochmal hin, ist jetzt wieder ein Ausdruck, indem ich hier zunächst einmal den Betrag stehen habe und den Vektor V Kreuz A. Und wenn ich den V-Hesser Funktion der Zeit hier drinnen im Betrag und A natürlich ebenfalls im allgemeinen Funktion der Zeit. Das heißt, ich muss jetzt hier die entsprechende Produktregel immer richtig anwenden. Nehmen wir mal an, ich lasse mal den ersten Term konstant, schreibe den also vorne hin als 1 durch V Kreuz A Betrag mal. Jetzt muss ich den Ausdruck hier ableiten. Dazu muss ich wieder hier Produktregel anwenden. Ein V Punkt Kreuz A plus ein V Kreuz A Punkt. Der erste Term verschwindet, ja, weil das ist ja hier V Punkt, ist ja nichts anderes als die Beschleunigung. Der Beschleunigungsvektor und das Kreuzprodukt von zwei Vektoren in die gleiche Richtung schauen ist 0. Das heißt, der Ausdruck verschwindet mir mal. Bin aber natürlich noch nicht fertig mit meiner Ableitung, weil jetzt muss ich umgekehrt, jetzt lasse ich das einmal konstant, nämlich V Kreuz A. Und jetzt muss ich den Ausdruck hier ableiten. Und um den Ausdruck abzuleiten, muss ich wieder ähnlich vorgehen, wie wir es hier oben bereits gemacht haben, als wir den Ausdruck hier abgeleitet haben. Für die Geschwindigkeit, 1 durch die Geschwindigkeit, 1 durch den Betrag der Geschwindigkeit, muss ich dazu sagen. Das heißt, hier bekommen wir folgenden Ausdruck. Machen wir da vielleicht eine Nebenrechnung, dann tun wir es leichter. Also was wir jetzt hier brauchen, ist die Ableitung d nach dt von, und jetzt schreibe ich das wieder hin als V Kreuz A mal V Kreuz A, das Ganze hoch minus ein halb. Gibt es folgenden Ausdruck. Die äußerste Ableitung ergibt wieder minus ein halb mal. Diesen Klammerausdruck schreibe ich jetzt nicht nochmal hin, ja, hoch minus 3 halbe mal einer inneren Ableitung. Und in der inneren Ableitung muss ich jetzt wieder einige Terme berücksichtigen, nämlich einmal leite ich den ersten Ausdruck ab. Das ergibt dann hier ein, wenn ich den Ausdruck hier ableite, gibt es ein V Punkt Kreuz A, das fällt uns eh wieder weg, plus ein Kreuz A Punkt mal dem zweiten Ausdruck V Kreuz A und dann noch einmal das gleiche, nur mit umgedrehten Vorzeichen. Also, das heißt, ich kriege den Ausdruck zweimal, wobei dieser Ausdruck hier 0 wird. Jetzt machen wir die Klammer dann wieder zu und schreibe den Ausdruck noch einmal hin, den wir hier bekommen haben. Sie werden sehen, die Mühe macht sich bezahlt. Am Ende kriegen wir einen recht einfachen Ausdruck raus für die Torsion, die man auch dann in der Rechnung komfortabel benutzen kann. Da müssen wir jetzt durch, sozusagen. Jetzt müssen wir das nochmal sauber anschreiben. Minus
Der Zweier kürzt sich hier weg. Die eckige Klammer können wir wieder hinschreiben als 1 durch den Betrag von, hier war in der Klammer dieser Ausdruck, ja, V Kreuz A hoch 3. Und hier in der eckigen Klammer bleibt dann nur stehen ein V Kreuz A Punkt. Skalar multipliziert mit dem Vektor V Kreuz A. Und diesen, den müssen wir jetzt hier oben wieder einsetzen. Okay. Wir wollten ja hier die Ableitung bilden von diesem Ausdruck. Das müsste jetzt in der Form so passen. Unser Ziel war ja, wir wollten einen Ausdruck für die Torsion hier finden, ausgedrückt durch die Geschwindigkeit und Beschleunigung. Wie erreichen wir das? Das kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diesen Ausdruck hier multipliziere mit dem Hauptnormalvektor, machen wir das einmal, dann bekomme ich das folgende Ergebnis raus. Dann habe ich hier auf der linken Seite, Entschuldigung, auf der rechten Seite h mal h ergibt 1, weil h ist ja ein Vektor der Länge 1. Und dann steht auf der, das Ergebnis da, dass tau gleich minus 1 durch v dB noch dt mal h ist. Das heißt, um die Torsion jetzt auszurechnen, muss ich das Skalarprodukt bilden, diesen langen Ausdruck da hier, dB noch dt mit h. Wobei h, schauen wir nochmal, wo haben wir h stehen? H ist jetzt dieser Ausdruck da hier. Das heißt, wir haben einen Anteil in Richtung der Beschleunigung und einen Anteil Richtung der Geschwindigkeit. Und jetzt berücksichtige ich bei dem Skalarprodukt bilden wieder, dass ich hier ja in dem Ausdruck für dB noch dt habe ich hier als zunächst einmal einen Vektor V Kreuz A Punkt. Okay, oh, das ist vielleicht langsam. Also wenn ich, was ich jetzt berücksichtige, ist, dass ich zum Beispiel sowas habe, V Kreuz A Punkt in dB noch dt, ja, das steckt hier drinnen. Und ich multipliziere das mit h, hier drinnen einmal eine Richtung a. Ja, der Term wird nicht verschwinden. Und dann bekomme ich aber auch einen Term V Kreuz A Punkt mit V multipliziert, ja, weil der zweite Ausdruck hier in H, da sind wir, der schaut ja parallel zu HV. Und dieser Ausdruck, der verschwindet aber. Warum? Weil ich hier ein Spatprodukt habe, in dem zwei gleiche Vektoren auftauchen. Das wäre 0. Und dann haben wir noch einen zweiten Ausdruck, in dB noch dt steht, nämlich hier. Hier haben wir den Vektor V. Ich deute das jetzt, ohne das alles anzuschreiben, V Kreuz A. Und das muss ich einerseits wieder multiplizieren mit A. Das verschwindet aber aus dem selben Grund wie hier, weil ich hier ein Spatprodukt habe mit drei gleichen Vektoren. Und dann habe ich noch den Ausdruck stehen, V Kreuz A multipliziert mit V. Und auch dieser Ausdruck verschwindet. Das heißt, von den insgesamt, von den sehr vielen Ausdrücken, die ich hier bekomme, bleiben nur der Ausdruck über, wo ich, machen wir das jetzt in Gelb, wo ich von dB nach dt diesen Ausdruck hier
verwende und von H diesen Ausdruck hier verwenden. Alle anderen Terme werden zu 0 und es ergibt sich dann folgender einfacher Ausdruck für die Torsion. Sie können das dann auch noch nachvollziehen. Wenn man jetzt hier alles einsetzt, kommt daraus minus 1 durch v der dritten Kappa. Und dann bleibt er mir über v Kreuz a Punkt. Und dann haben wir noch da einmal den Beschleunigungsvektor a stehen. Jetzt sind wir schon fast beim Endergebnis. Jetzt müssen wir nur noch für Kappa einsetzen. Kappa hatte ja v Kreuz a durch v der dritten. Betrag nehme ich davon durch v der dritten. Da kürzt sich jetzt ein v der dritten raus. Mit dem da hier, ja, und es bleibt ein v minus, darf ich nicht vergessen, minus v Kreuz a Punkt mal a gebrochen durch v Kreuz a. Und jetzt habe ich irgendwo ein v Kreuz a einen Faktor vergessen, nämlich den da hier habe ich vergessen. Den muss ich ja hier noch mit berücksichtigen. V Kreuz a Betrag, dann kriegen wir hier ein Quadrat draus. Das ist jetzt schon fast das Endergebnis für die Torsion. Wir müssten jetzt nur noch, ich kann ja, wenn ich in einem Spatprodukt die Reihenfolge vertausche zwischen den beiden Vektoren, dann ändert sich das Vorzeichen. Sie erinnern sich, Spatprodukt kann ich immer als Determinante anschreiben. Wenn ich die Zeilen vertausche, ändert sich das Vorzeichen. Das heißt, Tau schreibe ich dann letztendlich an als V Kreuz A mal A Punkt. Gebrochen V Kreuz A Betrag Quadrat. Und schreiben wir es vielleicht jetzt hier noch einmal gesondert nochmal auf, das Ergebnis, indem wir schreiben, V ist ja R Punkt, A ist R 2 Punkt und A Punkt ist dann halt R die dritte Ableitung. Und dementsprechend finden wir dann die Formel, die einfach anzuwenden ist für alle Kurvenformen. Wir müssen einfach R Punkt Kreuz R 2 Punkt bilden, das Ergebnis mit R 3 Punkt Skalar multiplizieren und das Ganze durch R Punkt Kreuz R 2 Punkt Betragsquadrat dividieren. Das wäre unsere Formel für die Torsion. Schreiben wir noch einmal hin, was wir für die Krümmung gefunden haben. Kappa war dann R Punkt Kreuz R 2 Punkt Betrag gebrochen durch R Punktbetrag hoch 3, also die Geschwindigkeit hoch 3. Jetzt haben wir alles ausgedrückt. Durch die Bahn R gegeben als R von T. Also diese Form der Beziehungen für die Torsion und Krümmung hat eben den Vorteil, dass man hier nicht den Schritt machen muss, dass man hier zunächst ds gleich v dt bildet, hier das in den Ausdruck integrieren muss, um auf s ist gleich eine Funktion von t zu kommen, dann noch invertieren muss, als t ist gleich
Funktion hoch minus 1 von s und das t dann hier ersetzen durch ein r von s. Das ersparen wir uns sozusagen hier. Das brauchen wir jetzt hier nicht machen, sondern können direkt diese Variante verwenden. Machen wir vielleicht noch das gleiche Beispiel, das wir in der vorangegangenen Vorlesung gesehen haben und rechnen uns jetzt Torsion oder Krümmung und Torsion aus anhand dieser Formeln, die wir jetzt gerade abgeleitet haben. Das war ja das Beispiel R von T war diese Spiralbahn, also ich glaube, hier war 3 Cosinus T, 3 Sinus T und 4 T. R, zum Beispiel so ein XI-Punkt, also die erste Ableitung brauchen wir, schreiben wir es gleich hin, ist minus 3 Sinus T, 3 Cosinus T, 4. Dann brauchen wir noch die zweite Ableitung, die ist dann minus Cosinus T, 3 minus 3 Sinus T und 0. Und wir brauchen auch noch die dritte Ableitung des Ortsvektors für die Krümmung nach dieser Formel. Schreiben wir das jetzt hier noch hin. X, I, 2 Punkt. Der Cosinus wieder abgeleitet, ergibt wieder Sinus. Mit dem Minus ergibt es ein Plus. 3 Sinus T. Hier haben wir minus 3 Cosinus T 0. Gut, jetzt gehen wir es der Reihe nach an. Mal R Punkt Kreuz R 2 Punkt. Das Kreuzprodukt dieser Vektoren ergibt hier 0, minus minus ergibt 12 Sinus t. Dann haben wir hier minus 12 Cosinus t. Moment mal, habe ich wieder jetzt verrechnet. Das stimmt schon. Und der letzte Ausdruck ergibt minus 3 mal minus 3 sind 9 Sinus Quadrat t und plus 3 Cosinus Quadrat t sind 9. Der Betrag dieses Vektors brauchen wir jetzt hier R Punkt Kreuz R2 Punkt. Betrag ergibt sich zu, und hier könnte man 3 heben, machen wir das, dann tun wir uns vielleicht leichter, 3 rausheben, da steht da ein Vierer, ebenfalls ein Vierer und hier ein Dreier. Dann ist der Betrag dieses Vektors ist 3 mal 4 Sinus plus 4 Cosinus Quadrat sind 16 unter der Wurzel plus 9. Die Wurzel draus, das ist 25 und die Wurzel draus ist 5, ergibt 15. Und den Betrag des Geschwindigkeitsvektors können wir uns auch gleich noch hinschreiben. R Punkt, die Länge des Vektors ist hier sieht man es, hier ist R Punkt, ergibt eben 9 plus 16, die Wurzel draus ist 5. Und damit erhalten wir für Kappa, müssen wir ja jetzt bilden, 15 gebrochen durch 5 hoch 3. Ergibt hier einen Fünfer, können wir hier kürzen, es sind dann 3
25. Wenn Sie sich erinnern an die letzte Rechnung, das war auch genau unser Ergebnis, das wir da bekommen haben. Die Torsion noch, jetzt brauchen wir noch einmal die R Kreuz R2 Punkt, haben wir bereits berechnet. Jetzt brauchen wir nur noch den Zähler berechnen. Dazu brauchen wir die R Kreuz R2 Punkt, haben wir auch schon berechnet. Jetzt brauchen wir also noch R Punkt Kreuz R2 Punkt, das ganze Skalar multipliziert mit R3 Punkt. Schreiben wir diese Vektoren nochmal hin. Kreuz R2 Punkt steht hier. Haben wir einen 3, haben wir da rausgehoben. Dann haben wir da 4 Sinus T. Ups. 4 Sinus T minus 4 Cosinus T 3. Das ganze Skalar multipliziert mit R3 Punkt. Das steht hier. 3 Sinus T minus 3 Cosinus T und 0 ergibt dann hier 3. Da haben wir also 12 Sinus Quadrat T plus 12 Cosinus Quadrat T ergibt 3 mal 12 sind 36. Und die Torsion, haben wir gesagt, ergibt sich ja als dieses Spatprodukt dieser drei Vektoren mal R gebrochen durch R Punkt Kreuz R2 Punkt 3 zum Quadrat. Den Zähler haben wir uns ausgerechnet zu 36 und den Nenner R Punkt Kreuz R2 Punkt haben wir hier berechnet zu 15 mal 15. Da können wir also hier durch 3 kürzen, dann bleibt hier 5 über. Hier 12 und da können wir noch einmal durch 3 kürzen, haben wir hier 4 und hier 5 stehen. Und wir erhalten das Ergebnis, dass die Torsion 4/25 ist. Genau wie in der letzten Vorlesung auch, wo wir die Rechnung auf einem anderen Weg gemacht haben, nämlich über die Formeln, die wir gefunden haben, wenn R als Funktion des Bahnparameters S gegeben ist. Diese Rechnung über R als Funktion von S, die ist nicht immer leicht möglich, weil sich dieses Integral, das man hier benötigt, und die Inversion dieser Bedingungen nicht immer leicht realisieren lässt. Die Rechnung hier, wie ich es Ihnen gezeigt habe, mit den Beziehungen für Tau und Kappa, die wir uns hier abgeleitet haben, so kann ich die Rechnung immer durchführen. Gut, damit schließe ich diese Vorlesung und wir sind jetzt mit dem Thema über Raumkurven auch fertig.